Hallo Ali, ich mache mir heute mal einen Kümmelquark. Das ist eine ganz leckere Sache, habe ich mal vor Jahren in Bayern kennengelernt. Da hat man das ganz normal im Supermarkt gekauft. Hier in Berlin habe ich das leider nie gefunden, so dass ich dann irgendwann mal darauf gekommen bin, das selber zu machen. Ist eine relativ einfache Sache. Ich brauche Quark, ich nehme immer gerne den 20%igen, den verdünne ich nachher so ein ganz klein bisschen, entweder mit einem Schuss Milch oder mit einem Schuss Schlagsahne. Dann kommen ein paar Kümmelkörner und gemahlener Kümmel ran und Salz. Das ist schon alles. Ich breite das jetzt mal ein klein wenig vor und zeige gleich, wie es geht. Den Quark habe ich jetzt schon mal in die Schüssel gegeben. Ich mache jetzt hier noch einen kleinen Schuss Milch ran, nicht viel. Das soll nur so ein ganz klein bisschen dünnlicher werden, weicher werden. Und dann fange ich schon mal an, den Quark zu rühren. Erstmal so ein bisschen durchdrücken hier. Ja, das ist bei Quark wirklich immer sehr wichtig, dass wenn man den aus der Packung holt, nicht einfach so aufs Brot drauf machen, sondern immer schön cremig rühren. Das ist wirklich das Geheimnis von Quark. Rühren, rühren, rühren. So, das ist schon so ein bisschen untergerührt, die Milch. Das sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt gebe ich als nächstes meine vorbereiteten Kümmelkörner und Kümmelpulver. Ich habe dazu genommen jetzt ist es zusammengerutscht, einen halben Teelöffel Kümmelkörner und einen ganzen Teelöffel Kümmel gemahlen. Das gebe ich jetzt hier oben mit bei und mache dann auch gleich noch das Salz ran. Da muss man einfach mal ausprobieren, wie salzig man das mag. Ich denke mal, das dürfte reichen. So, und jetzt wird die ganze Sache einfach nur gerührt und gerührt und gerührt. Ja, wer jetzt mag, kann da auch noch ein paar Zwiebelwürfelchen mit dran machen. Eine ganz kleine, am besten eine Schalotte. So. Man kann auch noch einen kleinen Schuss Öl mit dran geben, was ich manchmal mache. Das ist dann bei mir Walnussöl. Ich kenne jemanden, der so eine kleine Ölmühle betreibt. Der kriegt von mir immer einen großen Sack Walnüsse und ich kriege dafür eine kleine Flasche Walnussöl, aber das ist sehr, sehr lecker. Hat einen ganz angenehmen Geschmack, recht mild. So, schon ist es fertig. Ja, jetzt kann man noch mal abschmecken, ob einem genügend Salz dran ist. Wenn nicht, macht man noch ein bisschen nach. Aber das war schon im Großen und Ganzen. Ich lasse das Ganze jetzt immer noch ein bisschen ziehen und dann esse ich das zum Abendbrot aufs Brot, aufs Graubrot, aufs Weißbrot. Auch zum Frühstück esse ich es ganz gern mal, wie man halt mag. Ist eine schnell gemachte Sache, recht einfach, preiswert und lecker. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, immer einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!